Willkommen zurück bei DSA Satinovs Ketten. Ja, in der letzten Folge haben wir geschafft, das Feentor zu öffnen. Und jetzt wollen wir uns mal mit diesem scheiß Raben unterhalten. Nun gut, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird, wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit nimmt. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinov, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Lori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen, sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Nur wir allein ins Feenreich schicken und nur wir ins Feenreich gehen. Ich würde schon gerne mal sehen, wie das Feenreich aussieht. Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Könige? Der Angst? Und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh. Nein. Ich meinte zwar, ich wollte die Feenreich-Welt sehen, aber nicht so. Das Ende! Wir haben es abgewendet! Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh! Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nori! Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles ist verboten. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Neue Lande. Wer bist du? Das
sieht ziemlich merkwürdig aus, dieses Tier. Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Anderes Tor. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor, ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Eine merkwürdige Gestalt. Aber nun gut, das soll uns nicht weiter kümmern. Haben wir noch? Okay, wir haben zumindest etwas noch behalten. In den meisten Adventures ist es ja so, dass man bei einem so einer Cutscene oder sowas, das gesamte Inventar verliert. Und hierbei hat man so zwei Dinger wenigstens noch. Ja, okay. Sind das Hologramme oder sind das so Eiskulpturen? Merkwürdig. Brunnen angucken. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Ja, du nicht viel weniger. Mit deinem paar zu vielen Ärmchen. Lichtstatuetten. Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. Genau, Schacht. Alles still. Lichtstatue, die können wir aufnehmen. Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Vielleicht ist Nuri ihre Tochter. Gehen wir mal da lang. Dieser Raum sieht merkwürdig aus. Wo? Wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Los, sprich! Was soll man denn jetzt sagen? Wir sagen erstmal unseren Namen. Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit! Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran! Eure Hoheit, meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet, doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairutneva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder ihn gastvoll
täglich in Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Eine merkwürdige Person ebenfalls. Irgendwie sind die in der Feenwelt alle voll durchgeknallt. Okay, das soll's für diese Folge gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von DSA Satinas Ketten wieder. Also ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.